hier rein. So, was haben wir denn für Züge? Wir brauchen für da hinten Eisenerzzüge. So, was haben wir denn für Loks? Wir haben doch schon ein paar elektrische, genau. Und die Krokodil zum Beispiel. Okay, die fährt nicht schnell. Das mit so einer Highspeed-Lok 100. 20, 2250 PS. Aber die war, glaube ich, eher für den Personenverkehr. Boah, 1,4 Millionen. Nicht schlecht. Was haben wir hier? Fährt nur 100. Was ist das? Okay, dann würde ich vielleicht doch nochmal auf Dampf gehen. Und würde mal hier ausprobieren, diese hier, nein, diese hier. Das ist wahrscheinlich aber eher eine Personenstrecke oder eine Personendampflok. Ja. Aber wenn wir die ein bisschen umlackieren, kann das natürlich auch eine Güterzuglok sein. Wo bekommen wir Eisenerz? E-Kunststoff, Maschinenwerkzeuge, Lebensmittel, Waren. Hier wahrscheinlich. Kohle, Eisenerz, Stein, genau. Bringen wir da mal 6 ran. Sagen Eisendornburg. Dann brauchen wir einen Stahltransport. Eisenerz, Stein, Getreide, Schnee, weil bitte. Er transportiert mir den Stahl. Hier, Stahl. Ja, auch wahrscheinlich, genau. Werden wir nochmal die nehmen, aber in grün. Ne, die ist ja schon grün. Ach, egal. Und sagen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das ist Stahl-Alum. Okay, das sieht natürlich auch interessant aus. Irgendwie so ein bisschen goldmäßig aus. Okay, das sieht auch nice aus. Das wär's ja dann erstmal von den Zugstrecken her. Ihr könnt natürlich hier sagen, mach keinen Kopfbahnhof, sondern dass wir da nochmal dann umbauen später. Und dann sagen, hier rüber, den Güterbahnhof, obwohl Werkzeuge, Maschinen. Braucht das beides die Industrie, Werkzeuge, ja, einmal braucht... mal schauen, wie das hier verteilt ist. Hier. Hier nochmal einen Bahnhof reinsetzen. Meisten erhalten wir drei Bahnhöfe, aber... Es würde zumindest einen großen Teil abdecken. Lass mal rausmachen. Mal sehen, wo der jetzt alles zugreift. Der würde da hinten einige nicht mit. Oh, ich wollte gerade schon sagen, bitte stütz mir nicht ab. Mhm. Wir können natürlich aussagen, dass wir hier das ja abreißen. Finden wir natürlich ein paar Wohngebiete weniger, aber hätten dann halt auch drei Bahnhöfe.
Zudem ich hier übelst gerne eine Kreuzung gebaut hätte. Also so. Steigung zu groß. Also so. Immer bauen, genau. So hätte ich das gerne gebaut. Boah, da leckt es ja extrem. Hier das Parallelgleis gezogen. Hier? Auch nicht möglich, oder? Steigung zu groß. Ja, klar. Selbstverständlich, was denn sonst? Ich glaube, da haben sie noch irgendwie Probleme mit. Da ging es doch gerade, ja, wunderbar. Ist eine Überlegung wert. Frage, produzieren die denn schon? Sagen ja. Sagen auch ja. Ja, das ist echt unglaublich, die Baumöglichkeiten. Sagen auch ja, aber die produzieren. Die sagen noch nein. Aber da verschaffen wir denen erstmal eine Möglichkeit abzuladen. Und zwar. Ah ne, wir haben ja eh gesagt, hier machen wir Straßenverkehr. Machen wir Straßenverkehr. Da müssten wir einmal die Industrie versorgen, sodass wir sagen, wir fahren hier rein. Was betreibt er jetzt hier? Nicht viel. Dass wir dann sagen, hier nochmal. Dass wir einen großen Teil abgedeckt haben. Ja, so würde ich auf jeden Fall machen. Und wir hier eine Linie machen, die von hier über diese Haltestelle und über diese Haltestelle wieder zurückführt. Natürlich könnten wir jetzt hier wieder sagen, Abkürzung. Werden wir sicherlich auch später machen. Indem ich auch die Straßen noch upgraden muss. Ja, okay, die Autos fahren ja auch nicht schneller. So, das ist. Maschinen. Ja, gut. Ja, eigentlich zwei Sachen. Das ist ja Maschine. Werkzeug. Werkzeug, Alum. Oder Wer Maschinen. Maschine, Werkzeug, genau. Bräuchten wir ein Depot? Haben wir schon eins? Schon eins? Haben wir schon eins? Nein. Ah, ich weiß, das platziere ich hier. Perfekt. Schicke da schon mal LKWs drauf. 30, ja, müssen wir wieder den hier nehmen oder den. Macht 9, ja, kaufen wir den mal. Da machen wir mal Waren, nein, 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 baut ne Maschinen. Jetzt. Das sag mal automatisch. Sag mal automatisch. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maschinenwerkzeug Alum. So, dann könnten wir die anderen drei Städte könnten wir dann eigentlich über die Schiene bedienen. Indem wir sagen, könnten wir führen über die Schiene hier wieder. Ach, da haben wir auch einen Kopfbahnhof gebaut. Müssen hier allgemein mal einen Güterbahnhof reinsetzen. Wir haben ja hier oben
Ein Güterbahnhof. Der ist aber ja nur 80. Wenn wir den erweitern würden, die Straße für weg. Wäre nicht so gut. Aber wir haben ja hier auch, glaube ich, nochmal eine Linie eingerichtet. Genau. Die hieß ja, das ist ja Lebens Kühdorf. Und wenn wir da noch mal gucken, gut, der deckt einiges ab, aber hier hinten wäre dann die Industrie. Hier eine Linie quer durch die Stadt bauen. Hier sagt Kopfbahnhof 80 Meter. Hier ran. Ja. Würde das als Second Street Connect natürlich. Würde das eigentlich die ganze Industrie hier mitnehmen. Bahnhof hier. So. Würde das eigentlich die Industrie mitnehmen. Aber hier drüben haben wir auch noch. Dann baue ich hier erstmal die Straße. Sehen, ob das was ausmacht. Geht nicht. Geht gar nicht. Warum denn nicht? Hier mit einer kleinen Straße geht's. Steigung zu groß. Welche denn? Hä? Ja, also mit den Steigungen haben sie hier anscheinend noch ein paar Probleme, die aber hoffentlich auch bald gelöst sind. Steigung zu groß. Hä? Stehe ich jetzt nicht. Aber wir hätten da schon mal einen sehr großen Teil abgedeckt. Von der Industrie, wenn wir den hier hin platzieren würden. Ach komm, ich mach's einfach mal. Und diese Strecke müssen wir jetzt hier irgendwie mit einbinden. Das heißt, wir müssen hier einmal durch die Stadt durch. So wenig Häuser wie möglich abreißen. Kann ja, genau, ich kann ja erstmal den Bahnübergang schieben. So. Ja, dann wird das Haus hier auch abgerissen. Eieiei. Ja gut, das und das muss auf jeden Fall weichen. Das weichen muss, weiß ich nicht mal. Man kann zwischendurch fahren. Jetzt hat er da schon wieder hingebaut. Man kann hier zwischendurch fahren, wie ihr seht. Können wir mal sagen, so. 100 und hier rein. Jetzt würde es hier weitergehen. Oh, das ist eine richtig geile Strecke. Mitten durch die Stadt durch. Ja, unterirdisch geht auch. Also, man müsste halt hier wieder einstellen, Strecke nach unten. Oder meinst du komplett unterirdisch, also auch einen unterirdischen Bahnhof? Also Knochenpolka. Weil komplett unterirdisch geht nicht, weil man kann keine unterirdischen Bahnhöfe bauen. Man kann das sozusagen bloß simulieren, indem man halt, ja.